Servus miteinander. Heute rüstet man den Ender 3 mit dem offiziellen BL Touch Kit von Creality aus. Das machen wir natürlich, dann werden wir das Ganze ausprobieren. Und was dieses ominöse Kabel noch zu tun hat damit, das verrate ich euch natürlich auch in dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wie ihr seht, geht es heute um den Ender und da bauen wir den geschenkt bekommenen BL Touch. Vielen Dank, Andi, nochmal. Und ja, der kommt jetzt da rein und das zeige ich euch natürlich jetzt. Und dann werden wir die neue Firmware noch aufspielen von, ja, ich nehme wieder mal die TH3D, weil die ist für mich so die kompletteste, was da, ja, Never Touch a Running System, da ist TH3D drauf, funktioniert wunderbar, also nehmen wir die halt wieder. Und da habe ich schon ein bisschen was gemacht in der Firmware und jetzt bauen wir den BL Touch ein und ja, dann testen wir das Ganze und dann gibt es noch ein Fazit. Jetzt brauchen wir mal den Adapter. Schauen wir mal uns das Ganze mal hier an, was wir jetzt alles Schönes hier haben. Also, nehmen wir einmal hier diese lustigen Käbelchen und wir haben ja noch ein paar Adapter. So, der BL Touch, du kommst derweil darüber. Wir brauchen ja auch noch den hier, den kann ich normalerweise da noch hinbauen. Das sollte mir mein... Ja, ihr seht es, also der hier funktioniert hier wunderbar. Auch mit Direktextruder kein Problem. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar schöne Adapter. Die müssen wir dann irgendwo noch dazwischen schleifen, habe ich schon gelesen. Also, weil ja der Monitor anscheinend da mit dran ist. Ja, und das schauen wir uns jetzt da noch genauer an, wie das funktioniert. So, also wie ich das jetzt in den Beschreibungen immer gelesen habe, sieht folgendermaßen aus. Wir müssen hier beim Ender, und da ist es meiner Meinung nach auch nicht das Problem, da können wir nämlich den Z-Endstopp, der wird jetzt quasi deaktiviert. Wir haben ja sowieso nur einen. Und das ist auch okay für mich. Das mochte ich bei den Megas zum Beispiel nicht, denn der hat ja zwei Endstops. Und ich möchte, dass ich auch hier dann meine Z-Achse im Prinzip dann auch ausrichten kann. Das brauche ich bei ihm hier nicht, weil er hat eh bloß einen. Und da heißt es jetzt, okay, wir müssen einmal Folgendes tun. Wir den Z-Endstop deaktivieren, heißt, den ziehen wir raus. Das müsste gehen, denn das ist ja schon das Silent Board. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den rausbringe. Also Z ist der schwarze. Der ist sogar beschriftet. Na komm. Okay. Na komm. So. Also Z raus. Den lassen wir mal hier hängen. Da muss dann der hier drauf, also der rote. Das machen wir doch ganz brav. Laut Anleitung. Hoppla. Also diesmal werden wir auch nicht besonders von der Anleitung abweichen müssen, denn ich habe am Ende ja eigentlich nur das Board getauscht. Und da habe ich dann TMC bei der Firma einstellen müssen. Mehr musste ich nicht tun. So, und jetzt wird es interessant. Der Display-Connector soll raus erstmal. Und dann soll dafür, stimmt das? Ist das richtig? Dafür soll der hier hinein. Okay. Also der kommt hier rein. Der Platine, so, das ist ziemlich einfach und jetzt haben wir hier auch gleich den Stecker, der dann da drauf soll, also einmal soll der jetzt natürlich auf den hier, jetzt stecken wir aber sowieso erstmal den hier ein, jetzt müssen wir nur noch den Farben schauen, das sind wieder super Farben hier ausgewählt worden, rot, blau, gelb, dann haben wir hier Stück VCC Ground, ich würde mal sagen, dann wäre es vielleicht so rum, ich muss es aber erst nochmal nachschauen, ob das auch wirklich stimmt, also tut das noch nicht. So, also ich würde laut Farben würde ich jetzt mal so sagen, farbkodierungsmäßig, aber das muss ich jetzt erstmal nochmal kontrollieren. Also laut Bildern, die ich im Internet gefunden habe, sieht es tatsächlich so aus, als würde das passen. Gelb, blau, rot. Jetzt muss der Display-Connector noch hinein. So, zack, einmal hier hinein. Und das sollte es auch schon gewesen sein, oder? Was ist das hier eigentlich? Wozu brauche ich das? Brauche ich das hier überhaupt? Vermutlich nicht. Ist das wichtig für mich? Nö, wahrscheinlich ist es CR10 oder so. So, dann gucken wir mal. Dann müssen wir natürlich noch den BL Touch montieren. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Da sind noch so andere Kärbchen. Das schauen wir uns auch mal an. Wozu ist das? Da ist ein USB-Kabel an dem hier dran. Das ist interessant. Ich habe mal nachgeguckt. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Verlängerung. Schauen wir doch mal rein hier. Was ist das? Was macht das? Oh.
Was ist das denn? Wozu brauche ich das? USB, ISP. Ach ja, das ist ja toll. Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wozu ich den hier brauchen sollte. Aber das kann natürlich sein, wenn wir noch keinen Bootloader haben, dass das das Richtige wäre. Das müssen wir uns mal anschauen. Naja, das Kabel schauen wir uns jetzt nachher noch mal genau an. Ob wir das brauchen oder nicht. Ah, doch, warte mal. Das hier ist für den hier. Jetzt, Moment. Denn man musste ja den Bootloader hier draufhauen. Heißt, das ist jetzt quasi, ja, das ist der Bootloader-Brenner, würde ich mal behaupten. Und den kann man direkt dann da einstecken. Das ist ja nicht schlecht. Okay, das ist eine Erleichterung, wenn man Melzi-Boards ohne Bootloader hat. So, also die Firmware habe ich wieder von der TH3D-Website runtergeladen. Ihr seht es hier, das TH3D Unified One Firmware Package ist jetzt vom Januar 21. Und da habe ich einfach hier Download Unified One Package runtergeladen. Das Ganze müssen wir uns dann natürlich noch entpacken. Ihr müsst euch aber nicht alles entpacken, sage ich euch gleich. Das sind irgendwie 500 MB. Ich habe jetzt eben nur eines gemacht. Ich habe die TH3D. Ich zeige es euch schnell. So, die Datei hier habe ich genommen. Habe dann gesagt, stopp, jetzt gehst du nochmal zurück. So, und habe es dann mit 7-Zip geöffnet. Und habe dann eben nur den Firmware-Teil entpackt. Ihr seht, hier haben wir da STL-Files mit 200 MB, da haben wir Windows, Arduino, braucht auch keiner eigentlich. Könnt ihr hier reingehen, Firmware, und dann sagt er einfach entpacken. So, und damit habe ich nur das eine Verzeichnis entpackt und dann geht ihr in das Verzeichnis hinein. Das heißt jetzt bei mir irgendwie Firmware, ihr seht es da. Und ja, da gibt es dann hier drin unter TH3D-UF, müsst ihr ein bisschen scrollen und dann macht er euch die INU-Datei auf. Wenn ich sie jetzt finden würde, hier ist sie. So, die macht euch auf. Und dann bekommt ihr hier ja die TH3D-UFR2. So, ich habe jetzt nur eines gemacht. Ich bin in die Configuration H hineingegangen. Und jetzt geht es wieder los. Jetzt müssen wir ein bisschen scrollen. Ihr seht es hier. Das erste, damit ihr nicht so viel scrollen müsst, ist, macht man einfach eins, Steuerung F und dann Ender 3 eingeben. So, also, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr was anderes habt, nehmt ihr halt die anderen. Jetzt hat er jetzt den einkommentieren, also die zwei Striche, was davor sind, weg. Dann geht es hier unten drum um den Probe Mount. Da steht es eben dort ein CR10 OEM und da steht auch dort ein, der Ender 3 benutzt denselben, also nehme ich den CR10 OEM, denn das ist ja tatsächlich das Originalpaket, was ich hier habe. Wenn ihr den anderen habt, müsst ihr halt dann sagen Custom Probe. So, ich habe jetzt hier jetzt die Sachen eingestellt. Also den Fanfix habe ich gemacht, denn sonst jammert mein armer kleiner Lüfter vorne immer bei kleinen Geschwindigkeiten. Dann habe ich Define User Printer Name, habe ich jetzt mal meinen Namen rein, muss man nicht machen, ist nur so in der Spielerei. Slower Homing habe ich gemacht, damit er nicht die ganze Zeit gegen, ja, gegen die Endstops rattert, denn der fährt er dann doch ziemlich schnell ohne das Ganze. Also habt ihr von den ersten Videos vielleicht gesehen, da macht es erstmal klonk, klonk, klonk und dann passt das. Aber jetzt macht das Slower Homing, er fährt also sanft da rein. Und dann habe ich noch gesagt, ich habe ein TMC Creality Board, denn ich habe ja ein 115er Board, meine ich, genau, also ein Silent Board. Genau. Und ja, XY Home lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Linear Advanced kann drin bleiben und hier unten habe ich noch Define BL Touch drin stehen. Und jetzt steht hier noch dort, also hier ist where you set your Servo Pin und mein Servo Pin ist laut den Angaben der Servo Pin 27, den habe ich damit aktiviert hier unten. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Das habe ich auch mal reingemacht, um es auszuprobieren. Müsst ihr nicht machen. Also Junction Deviation und S-Curve Acceleration habe ich jetzt mal beides auf, habe ich mal einkommentiert zum Ausprobieren. Und weil ich tatsächlich ein Deutscher bin, obwohl man es nicht glaubt, also bei Bayerisch habe ich nicht gefunden, BY. Na, gibt nur BG, das kann ich nicht. Also Bayerisch kann man nicht einstellen, aber Deutsch kann man doch einstellen. Also DE, der man meine. Und ja, damit lasse ich es jetzt erstmal gut sein. Ich glaube, recht viel mehr muss ich nicht ändern. Ja, ein paar Sachen habe ich jetzt trotzdem auch noch etwas erweitert. Und zwar habe ich hier die Easy ABL Points auf 5 erhöht. Bei einem 3er Grid war das nicht so besonders toll. Also wenn ihr das sucht und ändern wollt, dann gebt halt genau das hier mal in die Suchfunktion ein. Also Steuerung F und dann die Points eingeben. Dann habe ich hier den Fast Probe noch aktiv, also dass er nicht gar so langsam fährt. Und ich habe aber auch noch eines gemacht. Ich musste natürlich noch die Custom E-Steps bei mir einstellen, also hier Custom E-Steps einkommentieren, die zwei Striche raus. Reverse
E-Motor Direction musste ich auch machen, denn der Titan dreht ja andersrum. Und ja, dann habe ich hier einfach nur meine Value eingegeben, also 400. Ich muss ihn aber noch richtig kalibrieren. Das seht ihr aber dann am Schluss, wie das ausschaut, wenn wir eine schöne Überextrusion haben. So, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich habe mal in die Configuration Advanced reingeschaut und hier ist der Force Mode immer an. Also Define, ihr seht hier, if enabled BL Touch, dann macht er den Force Mode an. Das habe ich aber schon öfter gelesen und auch Leadspeak hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass nur beim ersten Mal, also mit reinnehmen, dann flashen und dann auskommentieren und wieder flashen. Denn der Force Mode beschreibt jedes Mal beim Hochfahren von dem Drucker den EEPROM vom BL Touch. Und das wäre nicht so gesund, denn der hat auch nur eine gewisse Anzahl an Schreibzyklen zur Verfügung. Dann geht er nicht mehr. Deswegen bitteschön hier Define rausnehmen vom BL Touch Force Mode Set und dann nochmal übertragen. Und jetzt kommt das große, wow, was muss ich jetzt hier noch alles machen? Also relativ einfach, Board Sanguino. Wenn ihr das Sanguino Board noch nicht haben solltet, also hier drin, also ich habe Folgendes gemacht, Datei, Voreinstellungen und ich habe hier diese Zeile hier hinzugefügt. Das habt ihr aber auch in dem anderen Video schon gesehen. Also auf jeden Fall gibt es den Link in der Videobeschreibung unten, also einmal hier Datei, Voreinstellungen, da drauf klicken und den Link aus der Videobeschreibung hernehmen und dann über die Boardverwalter, also hier oben, Boardverwalter, dann könnt ihr hier suchen oben, also erst wenn ihr den Link reingenommen habt, dann könnt ihr hier oben eingeben Sanguino und dann könnt ihr ihn hier drin installieren. Ihr seht, ich habe da den 103er genommen und ja, es funktioniert. Also zumindest kommt noch beim Bilden kein Problem. So, dann wählen wir den Sanguino hier eben auch aus und da unten wählen wir aus den Prozessor Atmega 1284 und so weiter. Den Port müssen wir jetzt noch auswählen. Ich muss jetzt natürlich erstmal den Drucker noch einstecken. Das tue ich jetzt hier. Also wir stecken den jetzt mal ein. Ich hoffe, dass der USB-Port noch funktioniert und dass auch das Kabel funktioniert. Das ist ein altes Ladekabel von meiner PS3. Dann stecken wir mal an. Ah, das sieht ganz gut aus. Also den COM-Port wird er auch finden. Und Port A hier. Also Port nehmen wir jetzt 7. Okay. Ja, und dann lassen wir ihn halt einfach mal überspielen. So, Sketch wird kompiliert. Ich nehme hier auch mal auf nebenbei. Man sieht, ob da was geht. So, in der Zeit, wenn ihr die U8 Glib, also wenn es da ein U8 Glib Fehler kommt oder eben dieser Sanguino Fehler, dann habt ihr irgendwas noch nicht ganz richtig gemacht. Wenn ihr das alles wissen wollt, wie es funktioniert, schaut euch mal das Video oben rechts in der, als Infokarte an. Und da ist nämlich das erste Video, was ich gemacht habe für den Ender, also für das Firmware-Update. Und da habe ich eigentlich alles schon einmal erklärt, wie es funktioniert. So, okay, Flash Verified, das sieht ganz gut aus. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal eins machen. Jetzt testen wir mal unseren BL Touch. Aus. Möchte ich nicht so. So, okay. Dann, up. Checken wir die Maus hier. Also der Test schaut schon mal gut aus. Jetzt geht mein Display hier nicht mehr, aber das wird sich gleich erledigt haben. Denn ich muss ihn ja noch anstecken, also so richtig. So, angesteckt ist er. Ah ja, schreibt sogar hin, OSLI 540i bereits, okay. Oh, Vorbereitung, Einstellung, 3D-Druck von SD-Karte, Einstellung, schauen wir mal, was da gibt. BL Touch gibt es hier, schaut mal das an. BL Touch ausfahren, das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Also ausfahren, geil, es geht. Und wieder einfahren. Also das kann man schön hier auswählen. Okay, also damit würde ich mal behaupten, da ist schon mal was da, was funktioniert. Gefällt mir gut. Das war sehr, sehr unspektakulär, muss ich tatsächlich sagen. Aber jetzt muss man erstmal ausprobieren. Ups. Ups. Tut mir leid. Also, muss ich die? Ja, die muss ich schon abmachen. Ne? Die müssen ja da so rüber. Ist er dann noch lang genug? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich hoffe es mal.
würde sagen, ja. Jetzt fällt mir das da rein. Nein, ich wusste es. Oh Gott. Es fällt runter. Ja, wenn ich schon schlecht sehe, wie sollt ihr das dann sehen? Tut mir nicht alles, damit man euch nicht den Rücken zeigen muss. Okay. So, jetzt kommt der mal da dran. Also theoretisch dürfte man den einfach nur so hinschrauben, aber ich kann das jetzt wieder ausmachen. Das bringt mir nichts da. Wenn der Mann an ist. Wupp, wupp. Nicht, dass ich da irgendwo hinkomme. So. Okay, was schön ist, der hat natürlich hier oben schon Gewinde drin. Also kann man den dann direkt reinschrauben. Rechts für mehr ist er auch nicht dabei. Wieso zittert er denn so? So, einmal. Fixiert, dann fällt er schon nicht mehr. Also, Wheel-Touch hängt schon mal. Das Kabel ist auf jeden Fall lang genug. Ihr seht es hier, überhaupt kein Thema. Das kann da runter und rüber. Jetzt müssen wir noch eins ausprobieren. Weiß nicht, ob ihr da alles sehen könnt. Und da drauf schauen, jawohl. Also, der Stift ist mal eingefahren. Jetzt würde ich mal eins probieren. Ich habe ja jetzt keinen kein Z-Entschalter mehr dran. Deswegen müssen wir natürlich jetzt erstmal schauen, macht er das auch alles richtig? Ich habe jetzt, ist ja alles voreingesteckt gewesen. Wenn ich jetzt auf Home drücke, dann wird es interessant, dann bin ich gespannt, was er tut. XYZ, wir machen nur mal Home Z. Nein? Doch? Machen wir, schon. So, jetzt probieren wir es mal aus. Was tut er? Nichts. Warum tut er nichts? Muss das erst machen, ne? Wenn ich XYZ mache. Ich bin begeistert, schaut euch das mal an. Das ist alles schon aktiv. Ja, jetzt muss ich nur noch eins machen. Yeah! Also das funktioniert schon mal sehr gut. Das würde ich jetzt auch zweimal machen. Damit er weiß, wo er hingehört. Okay. Ja, es sah sehr unproblematisch aus, aber jetzt kommt ein Problem. Ich bekomme jetzt durch den Stecker hier leider nicht mehr den Lüfter hier in die Originalposition. Ihr seht das, der steht genau da auf. Ich weiß gar nicht, warum. Wieso ist das so? Das ist ja ungut. Das ist ja ungut. Ich kann den aber jetzt auch nicht drehen. Das heißt, ich muss mir einen anderen Deckel drücken. Das ist ja dumm. Das ist ja wirklich blöd. Weil umdrehen kann ich ihn auch nicht. Da hinten gibt es nämlich keine Löcher. Ich kann zwar da Löcher reinbohren, aber passt der dann überhaupt dahin noch? Vermutlich auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Kannst du auch knicken. Ja, schade. Das war jetzt so schön. Das hätte jetzt so schön sein können, ohne irgendwelche Probleme, aber irgendwas ist ja immer. Nee. Gut, dann schauen wir noch was anderes. Tja, nachdem ich anscheinend nicht der Erste bin, der das Problem hat, denn ich habe hier einfach nur mal eingegeben bei Google, ihr seht es hier, BL-Touch, Ender 3 BL-Touch Fancover und ja, dann kam schon der erste Reddit-Eintrag, der eben genau das Problem hier beschreibt. Ich weiß aber nicht, warum sie da nicht selber drauf kommen vorher. Und dann gibt es hier ein anderes Cover und das kann man dann ausdrucken und dann bauen wir das da drauf und dann ist es fertig. Gut, dann gehen wir mal auf den Thingiverse-Link, laden uns das runter und dann passt es. So, jetzt habe ich leider dasselbe PETG nicht mehr da, aber ich habe noch so Ersatz von Bavaria da. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht, das habe ich vor ewigen Zeiten schon bestellt. We'll be right back.
Jetzt müssen wir aber trotzdem eines noch machen, und zwar, ich möchte einmal auf Werkseinstellungen, denn da sind jetzt noch Sachen drin, die ich vorher ja gespeichert hatte, die möchte ich nicht mehr. Also Werkseinstellungen, Werkseinstellungen. So, das sollte jetzt soweit passen. Jetzt schauen wir einmal da rein bei Bewegung, ob da irgendwo bei Sondenversatz bei mir was drin steht. Nein, da ist Z0 drin, das ist schön. So, und jetzt können wir hier einmal eines machen. Jetzt gehen wir nochmal ins Hauptmenü und sagen Vorbereitung. So, das ist jetzt die richtige Temperatur, die können wir jetzt brauchen. Jetzt mache ich nochmal das Ganze, also ich home ihn jetzt nochmal und dann, ja, können wir loslegen. Home XYZ. Und was wir jetzt hier sehen können ist, dass er auf Z5 ist, also Z5 mm nach oben. Das wäre jetzt seine Position, die er mit dem BL Touch quasi ermittelt hat. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich fahre ihn jetzt mal runter mit Vorbereiten und Achsen bewegen und dann möchte ich Z0 natürlich haben. Das heißt hier, also zack, 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 Z0. So, was ich jetzt sehe ist, dass er auf Z0 sehr hoch ist momentan. Das heißt, jetzt muss ich meine Fühlerlehre nehmen. Wenn mir der Name einfallen würde. Also die Fühlerlehre nehmen und dann mit, gehen wir nochmal zurück hier, und dann mit Einstellungen, Bewegung, Sondenversatz Z, muss ich jetzt quasi meine Fühlerlehre einlegen und so weit runterfahren, bis der an meiner Fühlerlehre eben jetzt ansteht. So, das machen wir jetzt. So, jetzt ist es auch vollkommen wurscht, was ihr für eine Fühlerlehre nehmt. Ich habe gerade meine 0,5 mm Fühlerlehre hier gefunden. Und die lege ich jetzt mal drunter, denn das müssen wir dann natürlich noch mit reinnehmen. Also ob ihr jetzt eine 0,1er nehmt und dann 0,1 mit reinnehmt oder 0,5 und 0,5 mit reinnehmt, ist erstmal vollkommen egal. So, wir fahren jetzt mal nach unten. So, und jetzt fahren wir so weit runter, bis die Fühlerlehre da nicht mehr so ganz einfach rausgeht. 1,725. Also 0,5 dazu. Dann sind wir bei 2,225. Also, aber ich kann es auch so machen eigentlich bei dem, deswegen egal. Also 2,2. Ja, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Gut, das passt. Also dann hätten wir jetzt unseren Sondenversatz. Jetzt müssen wir das Ganze noch speichern. Also es geht tatsächlich über das. Konfiguration speichern. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich das Prozedere schon mal durchgemacht. Mein Z-Offset ist jetzt eingestellt. Und jetzt probiere ich mal, jetzt muss ich es halt leider über den G29er machen. Da muss ich ihn aber erstmal einstecken dafür. Denn ich kann hier leider nichts machen. Also ich kann hier leider keinen Test fahren. Schade, aber naja gut, man kann nicht alles haben. Deswegen, also gespeichert habe ich ihn. Mache jetzt nochmal, was wurscht ist. Und jetzt hänge ich ihn wieder an meinen Raspberry Pi da hinten, damit der Octoprint wieder läuft. Da habe ich mein Terminal und dann löse ich mal einen G29 aus. So. So, jetzt sind wir hier im Terminal und jetzt möchte ich erstmal nochmal alles auslesen. Das heißt, ich drücke mal M503. So, dann soll er mir sagen, ob er, ja, hat er gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Doch, stimmt. 225 habe ich gesagt, also 223 hat er reingenommen. Das sieht nicht schlecht aus. So, das ist der Offset, den ich ihm jetzt eingegeben habe über das Display. Also der ist gespeichert, was sehr schön ist. Und schauen, was passiert. Also er sollte jetzt natürlich dann anspringen und leveln. Ich hatte ihn zwar gerade gehomed, mein Freund, aber gut. Wenn er das jetzt wirklich nochmal möchte, okay. Warum passiert das immer? Ganz einfach, wenn ich mich hier mit Octoprint verbinde, dann startet er quasi den Drucker nochmal neu. Deswegen nochmal G28, ist ja okay. Also machen wir den nochmal. Autoscroll rein. Okay, gut. Somit fährt er jetzt erstmal auf nach Hause.
So, zu Hause angekommen, können wir jetzt endlich mal den G29 auslesen. Und dann schauen wir mal, was er macht. Denn er müsste eigentlich jetzt das Grid von 5x5 abfahren, so wie ich es ihm eingestellt habe. Jo, jetzt ist er fertig. Jetzt hat er sein Grid abgefahren. Ich sehe auch hier schon meine ganzen Geschichten hier. Und ja, jetzt müssen wir natürlich wieder M500 machen. Und ihr seht auch hier, also das passt. 0, irgendwas ist drin. Und ja, M500 habe ich gemacht. Jetzt können wir nochmal nachkontrollieren. M503, ob das auch alles da ist. Das sieht gut aus hier oben. Jawohl. Und ja, jetzt können wir eigentlich dann einen Druck starten. Ja, dann mache ich mal wieder meinen tollen Betttest und dann gucken wir mal. Ja, jetzt noch zu einem kleinen Fazit. Es ist nicht alles problemlos gelaufen, so wie ich es jetzt zusammengeschnitten habe. Das Ganze, wo ich jetzt Probleme hatte, kommt vermutlich im Mittwochsvideo diese Woche, also das nächste Video, was dann kommt. Denn wenn ihr mal schaut, das war zum Beispiel einer meiner ersten Versuche. Das sah nicht besonders gut aus. Ihr seht das, also hier kann man quasi durchschauen und hier ist auch nichts Kleines rausgekommen. Das war aber schon ein guter Versuch, sagen wir es mal so. Es ging dann weiter mit so etwas hier. Mal schauen, ob man das schön sehen kann. Ja, das wird schon. Also ihr seht es hier, hat er dann gerupft. Und ja, am Schluss war das dann mit dem gelben Filament, sah es dann so aus. Aber das war noch nicht alles, denn angefangen hat das Ganze mit sowas hier. Ich habe also diese Platte hier komplett geschrottet. War diesmal, weiß ich nicht, ob ich selbst schuld war. Ich werde es aber, wie gesagt, im kommenden Video aufklären. Ich habe es irgendwie geschafft, dass er da 2 mm unter das Bett wollte. Aber ich konnte es leider nicht mehr rekonstruieren. Wie das funktioniert hat, kann ich euch aber dann noch im nächsten Video zeigen. So, das letzte war jetzt dieser Betttest. Und ihr seht auch hier noch, ich habe noch Überextrusion drin. Was man sehr schön sehen kann, da versucht er das ganze Filament noch mit rein zu batzen. Das geht schöner, aber also der erste Layer, der ist sehr schön geworden. Man kann es jetzt hier nur durchsehen, aber ihr seht es da. Also der lag wunderschön auf. Ich habe hier natürlich da, Sie können auch noch sehen, da habe ich das Filament dann gewechselt, weil es mir ausgegangen ist. Aber ja, also der BL-Touch funktioniert, es war nicht alles problemlos, aber wenn er es jetzt laut diesem Tutorial macht, wie ihr es jetzt gerade hoffentlich ganz gesehen habt, dann kriegt man das auch schön hin. Aber auch noch ein kleines Fazit dazu. Ich habe jetzt 3 verschiedene Drucker mit den BL-Touchs ausgerüstet. Der Vorgang war aber immer irgendwie komplett anders, was ich komisch finde. Also beim einen, beim Ender ist es ja jetzt auch so, ich kann beim Ender im Nachhinein mein Z-Offset noch am Display einstellen. Wenn ich das mit dem i3 Mega gemacht habe, konnte ich es nicht am Display einstellen, aber über die Software, dann hat überhaupt nichts mehr gepasst. Also das war sehr seltsam. Beim Lotmax und beim Ender hat es eigentlich relativ gleich funktioniert, wobei halt der Lotmax eine 2.0er Malen hat und der Ender hat eine 1.1.9er. Also der BL-Touch 3.1 funktioniert sehr wohl mit dem 1.1.9er Malen. Das ist kein Problem. Wo ihr jetzt aber, wie gesagt, noch aufpassen müsst, ist dieser Force Mode, den Bütchen. Tatsächlich, wenn ihr ihn einmal geflasht habt, dann den Force Mode deaktivieren und nochmal flashen. Das steht leider in dieser Firmware nicht drin. In der von Leadspeak für den Lotmax steht es schon drin, dass man eben den Force Mode nur einmal anmachen sollte, eben wegen dieser EEPROM-Problematik, da der sonst immer beschrieben wird. Sage ich jetzt nur nochmal für die, die vorher nicht aufgepasst haben. Und ja, dann ist halt die Lebenszeit von so einem BL-Touch doch etwas begrenzt. Genau. Ja, und den Rest zu der Geschichte, welche Probleme, und da sprechen wir nochmal ein bisschen mehr über den BL-Touch, das seht ihr dann am Mittwoch. Das versuche ich jetzt sogar noch fertig zu machen, dieses Video.
Genau. Ja, und ja, wenn es euch was gebracht hat und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Wenn euch mehr gefallen hat bei meinem Videos, lasst mir ein Abo da. Links, wie gesagt, alle in der Videobeschreibung unten oder oben in der Infokarte, je nachdem, wo ich es dann gesagt habe im Video. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Pfiat's euch! Dann müsst ihr mal hier oben schauen. Die haben nämlich das hier schon reingeschrieben, so wie ich das gesehen habe. Irgendwo habe ich es vorhin gefunden. Und den G29, also den Home-Befehl, habe ich ihm schon gegeben. Und jetzt kann ich mit den G28, Entschuldigung, jetzt machen wir den G29-Code. Gut. So, und jetzt drücken wir mal G28 und schauen, was passiert. Nette Depp. Oh nein, das war ziemlich dumm. Oh Gott. Ja, ihr seht, das war dumm. Ich habe hier vorhin vergessen, Custom E-Steps einzukommentieren und Reverse E-Motor Direction. Oh Mann, ey. Also hier das noch rein. 463 stimmt vermutlich auch nicht. Weil ihr seht aber hier schon, also ich habe es vergessen vorhin einzutragen, deswegen habe ich hier jetzt E95 drin. Das heißt, er hat es einmal verkehrt rum gemacht und einmal noch viel zu langsam. Also das muss man jetzt hier nochmal rüberbringen und dann passt das auch schon. Ja, der Reverse. Das ist der Mensch, Mann. Wenn ihr jetzt aber nicht so blind seid wie ich, dann findet ihr das hier drin auch. Lass mich mal hier schauen. Nö. 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 Aber hier war es doch. Ich weiß es. Ich habe es vorhin gesehen. Ich finde es nicht. Aber Moment mal. Steuerung F. Sang. Rui. Suchen. Hier ist es. Ne? Mega Zero. Interessiert mich nicht. Nein. Nein. Es gab den Link. Ich weiß es. Ich weiß nicht mehr wo. Das war dumm. Nö. Ich habe es gesehen, aber jetzt finde ich nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Machen wir anders. Schauen wir F. Machen wir H, P, T, P. Hm? One How. Nein. 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 Nee, finde ich nicht mehr. Aber egal. Gut, dann, ich weiß nicht mehr, wo es abgeblieben ist. Was passiert, wenn man ein Video schneidet, während man seine Platte hier hat, also die Druckplatte ist hier und dann blöderweise den Druckstarter nicht aufpasst, das seht ihr jetzt. Ja, ja, schön. Aber man kann auch, also man sieht es, man kann auch ohne Druckplatte drucken, tatsächlich, auf der Magnetplatte. Eieieiei. Ja. Oh Mann, ey. Kann es sein, dass du ein bisschen dämlich bist? Ja.